Feierlich wurden am Mittwoch in Tokio die Entwürfe für die Eintrittskarten der anstehenden Olympischen Spiele enthüllt. Geholfen hat dabei die japanische Parakanufahrerin Monika Seryu. Das Ganze fand passend zum zweiten Verkaufsstart von paralympischen Eintrittskarten statt. Mit dabei auch der US-amerikanische Parabogenschütze Matt Stutzman. Ich denke, dass die Zuschauer kommen werden, um Bogenschießen und damit das geradezu Unmögliche anzuschauen. Denn wir sehen Menschen mit körperlichen Behinderungen, wie ich sie habe, oder sogar Athleten ganz ohne Arme, die auf höchstem Niveau an den Wettkämpfen teilnehmen. Tickets für die Olympischen Spiele sind seit Mai 2019 im Verkauf. Und die Veranstalter gaben am Mittwoch bekannt, dass bisher 4,48 Millionen Tickets verkauft wurden. Die Olympischen Sommerspiele starten in Tokio am 24. Juli und gehen bis zum 9. August, während die Paralympischen Spiele dann im Anschluss vom 25. August bis zum 6. September stattfinden.